Willkommen zurück hier wieder bei Rune Factory 5. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Inventar ist soweit leer. Ja, passt. Dann gehen wir mal raus. Der Boden selbst hat eine Stufe und Erfahrungspunkte? What? Nein. Ey, bin ich jetzt froh, dass ich das vorher alles gemacht habe? Ja, dann... Ach, verdammt. Nee, das wollte ich aussehen. Dann jetzt hier alles schnell abbauen, was irgendwo abzubauen geht, dass ich das gegebenenfalls dann sicher habe. Und dann muss ich es in der nächsten Runde dann wieder gegebenenfalls neu pflanzen. Oh, das ist ja ärgerlich. Das ist ja sowas von ärgerlich. Ich hoffe, meine Bäume bleiben stehen. Ich hoffe, das hat alles funktioniert genauso, wie es soll. Ja, dann wird meine Tasche jetzt mit anderen Sachen voll. Na geil. Na gut, dann ist das halt mal so, ne? So. Hab ich echt, ich sag jetzt mal grob gesagt, Glück, ey. Richtig Schweineglück. Aber gut. Was bringt uns Glück, wenn es dann trotz alledem vielleicht kaputt geht? Das soll ja nur für Standhaftigkeit sorgen, aber nicht, ne? Erddrache, gehen wir da erstmal hin. Ich habe ganz ehrlich gesagt Angst jetzt um meine ganzen Sachen. So. Da. Stufe 7. Ich hoffe, das wird dann noch Stufe 8. Super, und hier ist noch nicht mal mehr alles fertig. Ja. Dann wird es am nächsten Tag fertig. Jetzt ist noch irgendwas fertig, außer hier die Kürbisse. Stufe 4 sind und Stufe 3. Hier sonst noch irgendwas, was hier ist? Nee, ne? Nee. Die kommen jetzt raus, wollen noch ein bisschen arbeiten. Ich kann einfach nur hoffen, dass am nächsten Tag alles besser ist. Mehr bleibt mir gar nicht. Oh Mann, die guten Tomaten. Aber das... Mach mal so, komm. Muss ich jetzt so machen. Geht jetzt nicht anders. Erdbeeren. Muss ich alles dann neu pflanzen, ey. Und hoffen, wie gesagt, dass alles überlebt. Komm, dich kann ich jedenfalls noch scheren. Jedenfalls sind die Tomaten in Stufe 2. Es hat ja auch anscheinend seinen Vorteil. Die Schere da. Mittelgroßes Fell. Okay. Dann haben wir noch ein Ei. Dann haben wir noch Milch. Dann geht's zum Eisdrachen. Oh mein Gott, beim Eisdrachen. Oh mein Gott. Oh, mir wird übel. Nur allein der Gedanke. Mir wird übel. Ich hoffe einfach, dass das überlebt.
muss sagen, schade, dass es echt sowas ins Spiel geschafft hat, was alles zerstört. Da würde ich mir wünschen, so einen Terra-Bereich, wo halt sowas nicht stattfindet. Und besonders der Drache fliegt ja eigentlich über den Wolken, oder? Gibt's da nicht? Hallo? Danke. Sechs, sieben, acht, neun. Halt. Wir wollen hier erst noch was rausholen. Ein bisschen Geld gab's, okay. Wo ist die Bürste? Da. Übrigens, der Greif freut sich nicht über ein Ei. Hat man jetzt schon festgestellt. Hat er sich jetzt gefreut oder nicht? Das werden wir nicht erfahren. So, und dann zum Winddrachen. Da würde es jedenfalls Sinn machen, ne? Das ist windig, stürmisch. Könnte Sinn ergeben. Mhm. Ah, die muss ich ja nur ernten. Aber total motiviert. Aber hier sehen wir doch schon. Ich habe die doch alle komplett besprüht. Von wegen, das hilft. Und ich weiß, dass ich die hier besprüht habe. Das kann doch nicht sein. Weil nämlich hier dieser Punkt hier einer der wichtigen Punkte für mich ist, die ich haben wollte. Und das ärgert mich. Das sind jetzt hier Erdbeeren, ne? Ja. Es ist zum... Ja, ich sag's mal so, wie ich es ausdrücken möchte. Kotzen. Es ist doch zum echt... Nun gut, dann haben wir das erledigt. Dann können wir erstmal zurück. Dann hole ich mir jetzt meine Brote oder meine... Oh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt am besten mache. Erstmal hier hin. Das sind aber hübsche blaue Bärlocken. Hattest du beim Anbau irgendwelche Schwierigkeiten? Ich habe übrigens Info für dich. Im Laden gibt es das neue Saatgut. Sollte später mal nachsehen, was sie jetzt im Angebot haben. Riesengemüse, Kirschgras. Ernte etwas Kirschgras, okay. Hast du schon mal aus dem Kirschgras gehört? Das ist eine schöne rosa Blume. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine erntest. Viel Glück, das schaffst du bestimmt. Okay. Nein sehen. Oh Gott, ich doch die Bärlocken. Naja, so wirklich viel bringen sie jetzt nicht, aber egal. Ich glaube, ich kriege hier gleich schon echt eine Krise. Machen wir erstmal in den Event. Beziehungsweise... Zack, zack. Cool. Na, seht ihr mal. Schauen wir mal, was Fuka sagt. Glänzig. Chima. Pizza. Das ist das Größte. Die ganzen verschiedenen Dekorationen sind schon spannend, was? Hey, Elsie, danke, dass wir dein Restaurant benutzen dürfen.
Ich danke euch für die Ausrede, den absoluten validen Grund für heute zu schließen. Okay, ich gehe da mal ein Nickerchen halten. Ja. Wie geht das? Zeigt es mir. Also zuerst suchst du dir ein Törtchen aus, dann verteilst du Sahne oder Ganache darauf. Dann suchst du dir die Deko aus und... Fertig. Meins ist auch fertig, hä? Ich bin auch gerade soweit. Boah, Priscilla. Deins ist ja hübsch. Da sieht man, dass du das schon oft geübt hast. Hehe. Deins ist aber auch süß, Lucy. Deins kann sich aussehen lassen, Troplay. Danke. Und meins? Boah, das ist echt, kreativ. Ja, es spiegelt dich gut wieder, Fuka. Out. Yippie. Hier, probier du zuerst. Ich? Jetzt ist mir selber schon schlecht. Ja, viel Glück, Troplay. Dann mal los. Etwas anderes bleibt mir wohl nicht übrig. Wie ist das denn passiert? Sie hat es doch nur verziert. Lecker? Sehr lecker. Das war ein Kompliment. Ach, ich hab's. Das wäre doch ein gutes Dankeschön. Ich gehe Daruch und Martin auch welche bringen. Und von den Resten kriegen alle im Dorf etwas ab. So, Play, das wirst du noch bitter bereuen. Daruch, Martin, ihr alle, es tut mir leid. Ja, hier kann ich aber jetzt erstmal nichts machen. Mir leid. Es tut mir leid, Leute. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Wenn sie euch jetzt vergiftet, es tut mir leid. Es war keine Absicht. Na, komm. Die Zeit muss vorbeigehen. Und renn da. Ich möchte Rezeptbrote. So, Fertigungsbrot, Chemiebrot. Komm, nimm was Fertigungsbrot. Kaufen wir davon 6 Stück. Vielleicht finden wir da noch gute Rüstung oder sowas. Ich glaube, kochen wir jetzt erstmal nicht wirklich sinnvoll. Dann lassen wir uns das Brot mal schmecken. Auch immer es ist da. Billiger Schild. Verlobungsring. Brille. Kleiner Schild. Silberring. Knochenstiefel. Grüne Schleife. Gelbe Schleife. Weiße Schleife. Schildkrötenschild. Windumhang. Naja, nicht jetzt wirklich das Ultimative. Kurz noch wegen dem Blümchen gucken. Musste jetzt noch irgendwelche Blumen pflanzen und... Ah. Hallöchen, mein Liebling. Was war das? Spielkraut, Montau, blaue Bärlocke, Kirschgras. Genau. Kommen wir viermal. Vielleicht sollte ich sie auch mitnehmen statt Elsie. Sie ist jedenfalls ziemlich verschossen. Gut, sie ist eine Succubus, aber trotzdem. Hat auch seine Vorteile.
Ihr Männer versteht, was ich meine. So. Gucken wir mal ganz kurz, weil ich will da was wissen. Resistenz. Was meine ich? Ja. Drecksding. Du hast mir alles kaputt. Alles, was ich mir mit Mühe aufgebaut habe. Nee, komm, wir machen das anders. Wir machen das anders. Ich schaue kurz, was ich herstellen kann. Am Fertigungstisch. Den Windumhang. Den darf ich sogar einmal herstellen. 185 Verteidigung Sekunde. Der ist bei weitem besser als den, den ich jetzt anhabe. Es lohnt sich mal, was herzustellen. Mensch. Das ist ja mal praktisch. Das Knochenschild. Ich glaube, das Kriegerschild war das, was ich bekommen hatte. Das habe ich ja schon dran. Ah, ne, Schildkrötenschild war es, genau. Flauschiger Schal. Verlobungsring. Liebesresistenz. Mach damit deiner großen Liebe einen Antrag. Vergiss nicht, auch ein Doppelbett vorzubereiten. Naja, zumindest nachdem dein Herzblatt es gesagt hat. Eine weiße Schleife. 28 Abwehr. Die weiße Schleife habe ich aber zum Glück schon angelegt. Fußbekleidung, Knochenstiefel. Schade. Ja, aber es ist ja schon mal etwas hier, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es sich nicht gelohnt hätte. Gut, dann... Ja, ich gehe jetzt schlafen und das, komm. Wir legen uns hin, lassen den Tag schnell vorbeigehen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Und dann kann ich mich um das ganze Chaos kümmern. Ernsthaft schon wieder ein Fest. Nee, kein Fest. Was zur Hölle? Das sah gerade nicht gut aus. So, dann schauen wir uns das Chaos mal draußen an. Was meine ich? Guckt euch das an. Es ist einfach zu viel für mich. Na, erstmal jedenfalls schöne Erdbeeren. Paprika der Stufe 4. Paprika der Stufe 1. Ich muss das jetzt mal alles hier aufräumen. Oh Mann, da kriege ich ja fast eine ganze Folge mit voll. Uiuiui. Nein, oh Mann, du blödes Ding, ey. Die Sachen ja auch übereinander liegen, ey. Wenn er jetzt echt meine Kartoffel kaputt gemacht hat, dann wäre ich echt krantig, ey.
So. Das wird jetzt echt hier wieder massig Arbeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. So. Ich krieg, wie gesagt, jetzt schon echt hier eine Krise. Das ist etwas, was wir echt sich hätten sparen können. So. Aber okay. Jetzt brauche ich die Axt. Und da muss ich jetzt echt aufpassen. Mir nicht, dass ich das Falsche kaputt mache. So. Es ist ärgerlich, dass man hier echt mitziehen muss, weil er dann das nächste anvisiert. Ansonsten würde ich echt einfach, zack, hat sich erledigt. Ganz normal mit euch irgendwas besprechen. Dann hat sich das so. Jetzt habe ich hier nicht mitgezählt, aber gut. Gleichzeitig reden und gleichzeitig zählen ist echt schwer. Es gibt einige, die das können, definitiv. Und da sage ich auch Respekt, aber nope, 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 nope. Außer man zählt halt natürlich laut, ne? Hier hätte ich mich jetzt auch verzählt. Das Schlimme ist, ich muss ja nicht nur hier Ordnung machen, ich muss ja überall Ordnung machen, ne? Das Allerschlimmste in der ganzen Sache. So. Sonstiges. So, dann jetzt hier rüber, das Ganze hier rein. So, dann haben wir das auch weg. Noch irgendwo Grünzeug? Nein, gut. So, dann. Machen wir erstmal das jetzt hier. Das hier. So, und dann kann ich jetzt hier erstmal das Ganze. Frühling und Herbst. Hier sind die Erdbeeren, die. Bei Erdbeeren. Gucke ist jetzt nicht so das, was ich wollte. Naht. Paprika 6 Stück. Eigentlich war das da komplett schwachsinnig. 6 Paprika. Ne, wartet mal. Hier haben wir doch das ganze gute Essen hier. Machen wir das eine dahin. So. Dann mal einen Vierer. Was ist denn? Hä? Bin ich bescheuert? Da. So. Sollte passen.
Der Rettich war dann noch. Machen wir doch hin, die Kartoffeln sind kaputt gegangen. Kohl, warte mal. Erdbeeren, 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 Erdbeeren. Rosa Rübe, Jamswurzel. Und da, ja. Ah ne, hier sind die Kartoffeln. Puh, schön. Warte mal, was sind das jetzt? 5, 4, 3, 3. Ja, das sollte gehen. Den Rest muss ich dann woanders pflanzen. Gießen. Gießen. Dann geht's mehr Drachen. Okay, hier ist es halb so schlimm. Ich hätte es schlimmer erwartet, bin ich ganz ehrlich. Na komm. Lass es mich doch einsammeln, du blödes Ding. Danke. Schön alles aufwerten, jawohl. Ich sollte mich dann eher mal um die Tomaten kümmern, eigentlich normalerweise würde ich sagen, aber okay, gut. Ich hatte das alles gesaved und das da auch, das weiß ich definitiv. Naja, egal. Aber da ich das ja auch keine Antwort von euch habe bezüglich, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, vorher das Wetter zu sehen, gehe ich mal davon aus, die gibt es auch nicht. Kartoffel der Stufe 6. Tomate der Stufe 2. Rübe der Stufe 9. Rübe der Stufe 8. Na gut, dann kann ich das jetzt hier alles so ein bisschen anders aufbauen. Im Vergleich zu dem, was ich haben möchte. Immer noch Stufe 9. Ist doch. Nein, es ärgert mich kein bisschen. So, Gurke nehme ich schon mal mit. Wenn wir die noch hochkriegen, ist auch in Ordnung. Gurke der Stufe 4. Sonst noch irgendwas? Noch da vorne Holz, ne? Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Platz machen. Holzfällen ist auch noch umgegangen. Wo der grüne Stein herkommt, keine Ahnung, der gefällt mir aber. Ist noch irgendwo was? Nein.
Und den grünen Stein, den möchte ich mir jetzt mal angucken. Was ist denn das? Ach, Smaragd, okay. Und hier die ganzen Steine noch ein bisschen wegmachen. Also ihr seht, das wird eine nicht längere Folge, sondern eine extrem aufgeteilte Folge. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas wisst, dass man da das Wetter vorher sehen kann, sagt mir gerne das in den Kommentaren. Ich schreie in dem Augenblick mal um Hilfe. Ich möchte das nicht normal erleben. Jetzt kommt mir bitte auch nicht mit. Ja, du speicherst jeden Tag, dann mach das doch so, dass du guckst und dann gehst du zurück und nee, will ich nicht. Will ich nicht. Ich möchte das eigentlich ohne Speichern immer machen. Mach's schon immer beim Sterben, was mich ärgert. Weil es einfach wirklich ärgerlich ist. Schlussendlich muss ich es nochmal machen und dafür verliere ich zu viel Geld. Das endlich kaputt. Danke. So, dann gucken wir jetzt erstmal ganz kurz, was wir jetzt hier alles überhaupt reparieren können. Und hier auch. Okay, also wir sind jetzt hier beim Erddrachen. Das heißt also alles, was Frühling, für mich Frühling ist. Wir könnten hier die Tomaten hochziehen, wir könnten aber auch hier die Kürbissaat weiter ausweiten. Kürbissaat bin ich natürlich ein großer Fan von. Das heißt also, hier werde ich schon mal Kürbis pflanzen. So, das ist mit dem Kürbis schon mal erledigt. Gurken sind jetzt nicht so meine Priorität. Hier habe ich noch ein bisschen was hiervon. Warte mal, gucken wir mal ganz kurz, was wir das hier haben. Das haben. Ach, verdammt, ich habe hier die rosa Melone vergessen zu bedenken. Hier sind diese Blumen, die kann ich im Frühling gut leicht hochziehen. Ja, die 6 Stück, die muss ich jetzt irgendwo hier drunter kriegen. Hier sind 4 Plätze. Hier sind 2. Nehmen wir die Rübensaat. Hier haben wir eine Dreiersaat, das kann ich eigentlich hier hin machen. Dann haben wir 2 Kartoffelsaaten. Dann haben wir Tomaten will ich oben, Erdbeeren auch. Gurken kann ich auch oben machen. Nein. Danke. Okay. In der nächsten Folge würde ich sagen, schauen wir dann, wie es weitergeht hier auf diesem Chaos-Ding hier. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Hilfe wird gerne genommen und ja. Ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.